Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Und wir suchen gerade nach Hinweisen für die Prophezeiung. Und das Einzige, was ich sehe, sind da Leute, die gegeneinander kämpfen. Ich weiß nicht, ob es das ist, was wir suchen, aber wir klettern hier mal hoch, um uns ein besseres Bild der Lage zu machen, wie in Assassin's Creed auch. Und da ist sogar ein Tor. Und da ist gerade ein Flugzeug lang geflogen, weil wir da so einen Strich sehen. Okay, ich könnte einfach jetzt mal runterspringen. Aber oh, das sind ganz schön viele Zombies. Naja, YOLO. Du machst das schon, ne? Du machst das schon. Ich beklau dich so lange. Shit. War nur verschlossen. Oh, der Meisterknacker. Oh, hat versagt. Nee, hat zugeschlagen. So geht das, Freunde. So und nicht anders. So, oh Gott, die Zombies kommen. Hey, du bist kein Zombie. Was du nicht sagst. Hab dir ein Messer ins Gesicht geratzt. Natürlich tut das weh. Hör auf mich zu treten. Oh. Ich schlag anscheinend gerne Arme ab. So. Her mit dem Scheiß. Ist jetzt meins. Okay. Was für ein Zeichen sollen wir hier suchen? Hotel sehe ich hier, ja. Kann ich ins Hotel reingehen? Menschen in Zungen sprechend. Das Hotel war sicher voller Ausländer. Ha! Was könnte es sein? Ich wusste es! Hab's doch gesagt, das ist das Hotel. Altstadt, Innenstadt. Oh yeah. Sorry, falls ich gerade zu laut war. Das Lachen war, glaube ich, ein bisschen zu laut. Ich habe es selbst auf meinen eigenen Ohren gehört. Was normalerweise nicht der Fall ist, weil ich Kopfhörer auf den Ohren habe. Ich höre mich nicht selber. Das ist so grausam. Vielleicht auch besser so. Manchmal ist es besser so. Entweder kann er hell sehen oder das ist ein Komplott. Die tückische Nummer 9 muss dann ein Hotelzimmer sein. Okay. Klingeling. Dann nicht. Okay, schauen wir erstmal nach einer Rezeption. War ja klar. Wieso versuche ich es überhaupt? Ist das meine Hand gewesen? Das wäre auf jeden Fall cool. Wer war das Ding hier schon vorher? Der Fingerabdruck? Der Handabdruck? Muss ich mir nochmal reinziehen. Ja, das sieht safe aus. Gut. Liegen. Dann suchen wir mal nach Schlüsseln bzw. nach einer Karte. Wir gehen jetzt erst nach unten. Da. Tschüss. Und damit hier. Auf die Knie. Nein, ich wollte die Kiste. Wobei, ja, Metallteile kann ich auch nicht nein sagen. Ja, super. Hat's ja gebracht, hier runterzukommen, oder? So, auf liegende Zombies aufpassen. Zombies verstecken sich gerne in Ecken und erschrecken mich. Oh, das ist hell. 107 ist das letzte Zimmer. Okay, du gehörst da eigentlich nicht hin. Okay, das ist creepy. Das ist sehr creepy. Sie scheint nicht zu existieren, ist nur ein Frame. Alles klar. Nachricht. Fußabdrücke. Aber nur zwei. Zwei rechte. Hatten die jetzt keine linken Fußabdrücke auf Lager oder? Was? Wie ist der Typ denn gegangen? Er muss ja hier gestanden haben und dann hier rübergesprungen sein. Aber kann doch nicht so seitwärts gehen.
Sei denn, man bricht sich ein Bein. Was ist denn da los? Ja, nur so ein Schokoriegel, oder? Ne, Personalräume halten. Das heißt, wir können jetzt wieder runter? Ist das richtig? Aha. Da unten. So, Zugang 202. Zugang 203. 103. Komm, wir nehmen wir alle mit. Oh, meins. 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 Ja, sehr schön. Noch irgendwas hier für mich? Deutsche 9mm. Ich frag mich, warum das der Deutsche sein muss. Ist die überhaupt hergekommen? Gut, dass die Tür nicht aufgeht, ist ja nicht logisch, weil die auf der Karte nicht existent ist. Aber gehen wir mal hoch und öffnen mal die anderen Räume. Manchmal frage ich mich, wie die Zombies überleben. Ich meine, die brauchen doch Essen. Und wenn die hier eingesperrt sind eine Milliarde Jahre, wo essen die dann? Oder habt ihr an dem hier rumgeknabbert? Nö, der ist nur am Verfaulen. Nicht mal angebissen. Das könnte es auch erklären. Der hat einfach auf dem linken Fuß einen Schuh dran gehabt. Aber es erklärt noch lange nicht, warum die Fußabdrücke so verzerrt waren. Sicher ist sicher, Freunde. Die Leichen sollte man immer treten, um herauszufinden, ob sie tot sind. Definitiv tot. Na schade, hier war nichts. Metallteile. Zigaretten. Ansonsten nichts. Eine Toilette haben die hier noch. Die anscheinend nicht aufgeht. Außerdem zitter ich verdammt, wenn ich das Ding eröffnen will. So, was haben wir denn hier? 103. Ja. Nice. Will da rein? War wohl so wert. Das ist anscheinend nichts, ne? Schade. Wie bitte was? 101. Wieso komme ich nicht in die 101? Was soll der Scheiß? Wir brauchen definitiv noch einen Schlüssel für die 101. Das heißt, ich werde hier alles Mögliche scannen, was auch nur geht. Wieso fehlt dir der Kopf? Und die hat getrunken. Das ist kacke. Ich will in die 101 rein. Moment, die 101 hat einen Balkon. Oder Balkon. Balkon. Keine Ahnung. Aussprache ist nicht so meins. 105. Okay, der ist definitiv tot. Hier vielleicht ein Schlüssel für 101 drin. Nee, da unten ist aber noch ganz viel Kram. Ist ja nichts gewesen, eine Tasche und das war's. Na, wenigstens ist die Toilette sauber. Fahrstuhl. Okay, ich hab's verkackt. Na, komm schon. Komm schon. Oh. So. Der Drehtest, Freunde, funktioniert immer. Ist fast so wie der Hexentest. Wenn man gegentritt oder stirbt, war es ein Zombie. So. Ich kann den Mülleimer graben. Gib mir doch mal den Mülleimer. Och man. Gut, das kennen wir ja schon, das war ja offen. Da haben wir die Karte herbekommen. Ach, den Mülleimer kann ich untersuchen. Oh, Dietrich. Ja, ist verschlossen, ich weiß.
106, gut. Zimmer 9 müsste dann weiter oben sein, oder? Oder eigentlich müsste es unten sein. Ja, nichts. Wow, war doch nicht. Ja, öffnen. The fuck? Okay, mit Gewalt kommt immer weiter, Freunde, mit Gewalt. Wieso erfahre ich so etwas erst jetzt? Ich muss alles schlagen. Ha, was ist denn delivered? Okay, was können wir noch kaputt machen? Sieht doch Krawall aus. Nimm die Lampe. Okay, gar nicht. Gut, bevor wir jetzt den Fahrstuhl benutzen, laufen wir einfach mal hoch. Nimm dies. Oh. Ach, der ist schon so gestorben. Na gut, hier kommen wir anscheinend nicht rein. Das Einzige, was wir machen können, ist hier reingehen, ne? Halbwegs. Da unten leuchten noch zwei Sachen. Da wollte ich gerne nochmal hingehen, bevor wir jetzt irgendwas hier auffüllen. Wobei, da ist auch noch was. Mülleimer. Mülleimer. Na gut, ich Leichen. Was soll's? Klettern wir hoch. Das ist bestimmt auch nur wieder Müll. Oh. Die tückische 9. Natürlich. Oh, oh, oh. Wir gehen hier rein. 207. Auf zu kotzen. Er tut's einfach immer noch. Dafür klaue ich dich. Beklaue ich dich. Okay. Wenn ich nur das hier suchen sollte, dann finde ich das ein bisschen kacke. Ach komm. Das Zimmer von Raiz. Er muss hier bei Ausbruch der Epidemie sein Lager aufgeschlagen haben. Ah, jetzt habe ich Raiz Waffe bekommen anscheinend. Interessant. Interessant. Küchenkram in der Toilette. Was macht Küchenkram in der Toilette? Idiot. Schade, ich wäre gern hier reingegangen. Gut, gucken wir uns mal die Waffe an. Raiz Pistole. 379. Ja, so ein bisschen besser ist sie schon, ne? Oh, elegant. Drei Schüsse auf einmal. Nice. Nun denn. Komm ich runter? Achso. Die Treppe. Natürlich. Wie immer. So, Freunde. Eine Waffe reicher. Bauen wir jetzt hier ab. Und nichts hat mich erschreckt. Ist das nicht unglaublich? So. Zurück nach Sektor 0. Wer weiß, vielleicht kann er mir noch mehr geben. Hat den Rest der Welt erfolgreich davon überzeugt, dass in Haran keine Überlebenden. Und warum ist das jetzt so leise? Ich verstehe es nicht. Manchmal ist es laut, manchmal ist es leise. Ich muss der Glut dabei helfen, eine Nachricht an die Außenwelt zu schicken. Ja, wissen wir alles schon. Komm, wissen wir. Ich lass mich hier rumlaufen. Kann ja wohl so schwer sein, so eine Welt zu laden, die unendlich groß ist. Ah, draußen. Frische Luft. Niemand, der mich erschreckt. Und ich bin tot. Oder auch nicht. Immer Glück gehabt. Normalerweise sterbe ich bei solchen Aktionen. Hallo. Ja.
Alter, ich will doch nur hier hoch. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, machen wir es aber so. Ach, das ist das weltberühmte Schlüsselloch, das wir nicht öffnen können. Wir müssen da hinten hin, ne? Wir könnten auch zum Quartiermeister kurz gehen. Das ginge auch. Feuer! Achso, ja. Das Ding mit der Sicherheitszone, ne? Wir können unsere Enterhaken nicht benutzen. Wo ist euer Quartiermeister? Habt ihr einen? Und wieso habe ich da noch eine Quest, die ich ja annehmen soll? Oder abgeben sollte? Oder mein Ding ins Kirchens nehmen sollte? Meine Belohnung? Ah, diese kann ich hier. Hi! Meine Belohnung ist irgendwo unten. Ich habe keine Ahnung, was wir für eine Quest gemacht haben. Wir haben hier ansonsten noch einen Shop, aber leider kein Quartiermeister. Der befindet sich nämlich da hinten. Mülleimer? Oh Gott, schaffe ich das? Oh, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ich hab's geschafft. Und dafür habe ich nur eine Wendigkeitsstufe erreicht. Sehr schön, was haben wir da? Je fitter sie werden, oh komm. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. Ne? Jetzt! Das war's wert. Das war's wert. Oh Gott. Einfach nur ab hier. Ab davon. Juhu. Es muss doch irgendwie noch einen Perk geben, um Schlossknacken zu vereinfachen. Es kann doch nicht sein, dass es so scheiße schwer ist, mal die Schlösser zu knacken. Wie schlau die sind, die gehen einmal rum. Okay. So. Ja, ja, schreit er da hinten nur rum. Eiskalt, er mir vorbeigelaufen. Medikits! Tschüss! Was ist das für eine rote Flagge? War das, ach, das war diese Quartiere von den Typen, ne? Oder? Klasse. Stacheldraht. Ja, hier sind drei East-Männer drin. Vielleicht sollten wir da einfach mal reingehen, bevor wir die Quest weitermachen hier. Okay. Nett. Ah, der Eingang ist weiter unten, ne? Der Eingang ist weiter unten. Ich glaube, das war ein bisschen laut. So ein bisschen. Ah, hier ist der Eingang. Ich verstehe. Lasst mich! Aber wie kommen wir da rein? Das ist hier die Frage. Ich bin nur ein Zombie, der sich ducken kann. Das ist ganz normal. So. Oh Gott, die sind alle hier bei mir um die Ecke, ne? Ich höre sie. Medikit. Und somit bin ich auch wieder weg. Wie komme ich da zum Teufel rein? Das sind viele. Ups. Gott. Warum seid ihr so viele?
Na komm, du bist mir lieber als alles andere da drinne. Was zum Teufel? Was hat da Geräusche gemacht? Ich hab gar nicht gesehen, was da Geräusche gemacht hat. Wo ist denn dieser verdammte Eingang? Das muss der sein, aber wie zum Teufel komme ich da rein? Von da? Muss eigentlich von da hinten sein, ne? Sorry, Dude. Das heißt, wir müssen hier rein. Hier muss irgendwo der Eingang sein. Ihr seid Idioten. Nein! Bitte, bitte, bitte. Wo soll denn dieser beschissene Eingang sein? Ich passe hier einfach nicht durch, ich bin zu fett. Ups. War da jemand? Also, was ich mir wirklich vorstellen könnte, dass hier irgendwo ein Loch ist, wo man durchschlüpfen kann. Aber hier ist nichts. Nada. Okay, versuchen wir mal hier oben was zu finden. Da ist noch eine Tür. Aber ich bezweifle, dass sie mich da reinführt, oder? War ja klar. Ist hier vielleicht irgendwie ein Loch oder so? Ja, selbst das nicht. Was ist mit dir passiert? Ernsthaft? Okay. Fällt runter und weiß nicht mehr, wo ich bin. Komm, halt's Maul. Bin am Rätselraten. Aha. Was haben wir denn da? Aber auch nicht, da kommen wir auch nicht lang. Und ich weiß mittlerweile echt nicht weiter. Was? Kommst du hier nicht rein oder was? Es muss doch irgendwie einen Weg da reingeben. Oder das wird eine Hauptmission sein, wo wir später hinkommen. Das kann natürlich sein. Habe ich doch gar nicht dran gedacht. Gute Idee, Freunde. Gut, dass ihr dran gedacht habt. Dann reden wir einfach mal weiter hier. Scheiß drauf. Jetzt haben wir so viel Zeit damit verschwendet, da irgendwas herauszufinden, was überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß, er hatte ein bisschen Angst vor mir, aber ich würde sagen, zu Recht. Einfach nur zu Recht. Komm. Oh Gott, Freunde, das was explodiert. noch mehr Hinweise? Was sollen wir jetzt machen? Treffen Sie sich mit Michael in der Kanalisation. Ach, wir haben die Quest einfach beendet. Das ist eine neue Quest. Oder was? Tatsächlich. Das Gesicht einer Stadt. Wir haben noch, säubern Sie die Funkstation aus dem Posten, ne? Das machen wir zwischendurch. Schwierigkeitsstufe schwierig. Wieso nicht?
Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei der Hauptstory wieder, weil wir sind halt jetzt hier und naja. Haut rein, euer Zero.